Für seine Dokumentation fährt der preisgekrönte Journalist Thilo Mischke bis an die vorderste Front von Kriegs- und Gefahrengebieten und begibt sich dabei oft in Lebensgefahr. Warum er das macht und was ihn bewegt, das wird er uns hoffentlich jetzt erzählen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, hier ist Thilo Mischke. Hier aufgeregter als im Irak. Es ist, wirklich? Ich saß jetzt 45 Minuten da hinten so. Ja. Also, ist das tatsächlich so? Ja. Ja, das ist wirklich, da muss man einfach nur sagen, da sind zwei Synapsen falsch zusammengewachsen bei dir. Weil die Gefahr, dass dir hier was passiert, ist natürlich ungleich weniger hoch als im Irak oder in Syrien. Du warst an der türkisch-syrischen Grenze jetzt gerade. Und da hast du offenbar weniger Angst, weil du, oder an der syrisch-irakischen Front, so ist es. Ich war im Irak, ja. Und dann rüber nach Syrien und dann an der syrisch-türkischen Grenze. Ja. Genau, und hast du eine Dokumentation gemacht über deutsche IS-Kämpfer. Unter anderem, ja. Das muss man ja machen, wenn man einigermaßen angstfrei ist. Wenn man sich zum einen interessiert, aber auch angstfrei ist. Warum genau machst du das? Warum denkst du, dass du das machen musst? Die Frage stelle ich mir tatsächlich gar nicht. Also es war so, dass ich mit 13 gesagt habe, ich werde Journalist. Da dachte ich, aber ich mache so nette und lustige Sachen, Hotels testen und so Kreuzfahrt und solche Geschichten. Kabel 1 halt, ja. Kabel 1. Aber über die letzten 6, 7, 8 Jahre wurden die Länder einfach immer gefährlicher. Und die Frage, warum ich da hinfahre, die stelle ich mir nicht. Es ist eher so, wen kann ich dort kennenlernen und wem kann ich dort reden und wie ist es dort? Es muss anders sein als so, wie ich es zum Beispiel in Deutschland sehe. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Und wahrscheinlich auch anders, als es einem irgendeine Darstellung vermitteln kann, wenn man nicht selber da war. Und du probierst natürlich immer sehr nah ranzukommen. Und ich glaube, wenn man das sieht, was du jetzt gemacht hast dort, über auch die deutschen IS-Kämpfer, mit denen gesprochen hast, über deren Motivation, da bekommt man noch mal einen anderen Einblick als alles, was man bislang eigentlich wusste und gesehen und gehört hat. Wir haben einen kleinen Ausschnitt, da wisst ihr mal so ungefähr, wo das hingeht. Aber ich bin schon stolz, klar, dass wir hier sind und dass wir hier helfen können und dass wir hier auch eventuell was bewegen können. Weil wenn irgendwas passiert hier, wir sind dabei. Also ich habe nichts verbrochen, wo ich jetzt sagen könnte, okay, ich bereue es. Außer, um mich hier einer Terrororganisation anzuschließen, aber. Für ProSieben bin ich im Sommer 2019 unterwegs, in Syrien und Irak, den ehemaligen Hochburgen des sogenannten Islamischen Staats. Und vor Ort treffe ich Deutsche. Deutsche, die auf Seiten der Kurden gegen den IS kämpfen und Deutsche, die sich dem IS angeschlossen haben. Einer von ihnen ist Martin Lemke aus Sachsen-Anhalt. Der 28-Jährige gibt 2014 sein bürgerliches Leben als gelernter Schweißer auf und wird Teil des IS-Geheimdienstes, für den er gefoltert und gemordet haben soll. Aktuell sitzt er in einem Gefängnis im Norden Syriens und bestreitet uns gegenüber, eine wichtige Rolle in der Terrorgruppe gespielt zu haben. Also ich soll Ihnen ganz ehrlich sein, was da über mich berichtet wurde, war schon lächerlich. Nicht alles, aber vieles. Ganz anders die Geschichte von Martin K. aus Bielefeld. Der 23-Jährige hat sich 2017 einem syrisch-kurdischen Militärbündnis angeschlossen, um gegen den IS zu kämpfen. Er will den Menschen helfen und sie vor den Terroristen beschützen. Mein erstes Video, was ich vom IS gesehen habe, war von Schengen. Und das hat mich dann irgendwie, ich bin losgelassen. Also ich habe geheult vor Wut. Wut, die ihn in einen Krieg geführt hat, an eine fremde Front. Also es ist wirklich, wenn man das jetzt schon sieht. Ich finde es natürlich toll, dass sich jemand wie du traut, dahin zu fahren, weil uns das natürlich die Möglichkeit gibt, durch deine Augen, durch deine Berichterstattung, durch deine Erfahrung Dinge zu erleben oder auch einordnen zu können, die man selber nie rausfinden würde. Und wenn man jetzt so denkt, da sind die großen Auseinandersetzungen vorbei, damit ist es da längst nicht ungefährlich. Überhaupt nicht, insbesondere weil wir da waren, als die Türkei gerade angefangen hat, diesen Streifen in Nordsyrien anzugreifen, also Rojava heißt es. Ja. Und wir waren eigentlich so in der Vorbereitungszeit da und jede Nacht war es so, dass die Milizen, bei denen wir waren, gesagt haben, so, es kann sein, dass wir heute Nacht bombardiert werden. Und das dann immer so, und dann? Und dann sterben wir eben zusammen. Und, ja. Und dann? Na, dann ja. Sind wir eben zusammen tot. Das ist das Beste, was passieren kann. Ja. Aber wir haben jede Nacht überlebt und dieser Galgenhumor, der dann dort auch ist, der ist ja, schwierig. Ich habe ich glaube, das beste Beispiel für diesen Galgenhumor ist, ich war an einem Morgen sehr müde und erschöpft, weil ich einfach nicht geschlafen habe. Und ich wurde geweckt, indem einfach mit einer AK-47 auf mich geschossen wurde, neben mir, also neben meinem Kopf, 10 cm daneben. Und ich dachte tatsächlich, der Typ ist durchgedreht. Mhm. Meine erste Reaktion war, den Kameramann zu packen
und wegzuziehen. Ja. Und ich wollte ihn eigentlich beschützen, aber dann entstand das Gerücht, dass ich ihn vor mich halten wollte. Oh. Also ernsthaft, das war dann so. Also, ja, aber das Image-Problem da, oder? Ja, das merkt mich. Es ist schwer zu erzählen, aber tatsächlich ist es so, das war dann lustig in der Situation. Und es fanden auch alle lustig. Ich war dann so ein bisschen tattrig. Ja, es waren so mal besondere Gags, ne? Ja. Aber grundsätzlich, wenn du mit den Leuten sprichst, du hast jetzt gerade, hat man einen kleinen Ausschnitt gesehen aus einem wahrscheinlich längeren Gespräch mit einem deutschen IS-Kämpfer. Was glaubst du, was bringt diese jungen Leute dazu, aus deiner ganz persönlichen Sicht jetzt, zu sagen, komm, ich lasse hier alles stehen und liegen, ich gehe jetzt dahin, weil das ja meistens Leute sind, die mit der Einstellung eigentlich schon dorthin reisen. Die bekommen sie ja nicht dort. Nee, also sie werden in Deutschland radikalisiert und die Gründe sind extrem verschieden. Also das ist so, man sagt, es gibt so in der Pubertät eine kurz, oder wenn man so als junger Mann oder junge Frau, gibt es so eine Phase, wo du so ganz offen bist für alles Mögliche. Und dann, wenn du Pech hast und du hast irgendwie so emotionale Probleme oder du hast Selbstbewusstseinsprobleme oder kannst dich nirgendwo anschließen, dann kommt halt irgendwie so ein Text, den du im Internet siehst, ein Video und dann denkst du, ach Mensch, das ist ja eine Familie. Das können extrem verschiedene Dinge natürlich sein. Ja? Also da sind die Ideologien gar nicht so entscheidend, sondern dass es eine Ideologie ist, die dir Heimatidentifikationsmöglichkeiten gilt, das ist eigentlich das Problem. Ne? Das können auch Rechte sein, das können islamistische Tendenzen sein. Das ist dann so Schwimmverein bis zum IS und wenn du dann so, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ich verstehe, was du meinst, ja. Ja. Hast du das Gefühl, man kriegt es irgendwie, wenn also durch Gespräche, durch Wiedereingliederung und so, dass man diese Gedanken, dass man Leute befreien kann von solchen Gedanken wieder? Ich glaube, da gibt's, die Frage kann ich nicht beantworten. Ich weiß nur, was ganz wichtig ist, wir müssen diese Leute wieder reintegrieren. Wir können sie nicht sich selbst überlassen, weil damit werden sie einfach noch gefährlicher. Ja. Und ich meine, die haben auch einfach sehr viele Kinder mittlerweile in Syrien. Und diese Kinder alleine müssen geschützt werden. Gab es jetzt ja eine Rückholaktion, die einigermaßen einmalig jetzt war. Eine Mutter und Kinder, die also dorthin verschleppt wurden, die Kinder dort teilweise aufgewachsen sind, die jetzt wieder zurückgeholt wurden. Also, noch mal ganz klar deine Meinung. Sollte man zurückholen, definitiv. Diese Menschen herholen, zurückholen. Wir müssen ihnen helfen. Das ist unser, es sind einfach Bürger dieses Landes und wir müssen diesen Bürgern auch helfen. Und die haben Scheiße gebaut und sind Terroristen und sind Mörder. Ja. Aber trotzdem verdienen sie Hilfe. Das ist Europa. Und das halte ich für richtig. Warum sollte man sich das morgen angucken? Morgen, Viertel nach acht? Ich glaube, der Hauptgrund, warum man sich das angucken sollte, ist, weil es verändert, glaube ich, wie man die ganze Situation dort sieht. Wir versuchen, das weniger nachrichtlich zu machen. Wir wollen, dass die Leute verstehen, die Menschen, die dort hingegangen sind, egal auf welcher Seite, sind Menschen. Und das haben wir versucht zu zeigen, so gut es geht. Ja. Deswegen sollte man es gucken. Ich würde sagen, also ich meine, das an einem Dienstagabend um Viertel nach acht auf ProSieben zu zeigen, das ist jetzt nicht so gewöhnlich, ehrlich gesagt. Und das spricht auch irgendwie dafür, dass ProSieben selber und da einige Leute eine Entscheidung getroffen haben, die ungewöhnlich ist aus dem Fernsehhandwerk heraus. Insofern finde ich das gut. Also schaut euch das gerne an, wenn ihr mögt. Thilo Mischke, ein sehr mutiger Mann, der da eine Menge Gutes gemacht hat und noch eine Menge Gutes kommen wird. Schön, dass du heute hier warst. Ja?